So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder seltene Comics. Und zwar das Marvel Comic und das DC Comic. Hier gebe ich echt zu, ich bin Batman-Fan von Batman und Lego. Ich habe ja auch einige Batman-Comics. Ja, das Opfer für den Teufelskult. Für rund 5 Euro. Batman Comic von DC. Muss ich echt sagen, das Cover habe ich eigentlich gedacht, es wäre cool, die Geschichte für sich. Gebe ich jetzt offen und ehrlich zu, ich habe viel mehr erwartet. Es ist ein Comic, wirklich gut gezeichnet, aber die Geschichte oder die Story, bin ich offen und ehrlich, die hat mir nicht so gefallen. Ich weiß nicht warum, obwohl ich ein Fan von Batman bin, hat mir dieses Comic nicht gut gefallen. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Wer natürlich das DC Batman Comic, das Opfer für den Todeskult, auch hat, schreibt es mir in die Kommentare, für mich und alle anderen. Wie findest du das, der das Comic hat? Wie gesagt, ich bin da, ihr seht schon, es hat was Spannendes. Horrorhaft nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Düster ist es auf jeden Fall, muss ich sagen. Hier seht ihr, der zweite Comic ist auch ziemlich düster gehalten. Aber das bleibt ja nicht aus, es ist Batman. Wie gesagt, das gefiel mir nicht so wirklich. Aber das Marvel Horrornacht X-Men kostet 7 Euro. 76 Seiten. Hat mir besser gefallen. Ja, obwohl ich ihn lieber mag, hat mir hier das Comic auf jeden Fall gefallen. Ich weiß nicht warum. Das hat mich irgendwie sofort in den Bann gezogen. Ich möchte ja hier nicht spoilern, deswegen. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Geschichten an sich, richtig toll. Es ist alles da drin. Spannend, witzig, Humor. Alles irgendwie und schön. Ihr kennt das mit der Welle, Humor, spannend, Welle. Es passte. Ein und zwei Sachen ja jetzt nicht so, aber es passte. Muss ich echt sagen. Und ihr seht auch hier, ja, die Zukunft lässt grüßen. Schön gezeichnet. Man weiß sofort, was passiert, was passieren kann. Und dann wird man doch eines anderen überrascht. Ja, es ist wirklich, es hat mir gefallen. Muss ich echt sagen. Aber nichtsdestotrotz. Es ist, wie gesagt, meins, was mir gefallen hat. Meine Meinung. Hier sowieso. Deswegen, wer dieses Comic natürlich schon kennt, das Marvel X-Men Horrornacht, also die Nummer 7, Dezember 2020, ist klar, schreibt es für mich und alle anderen natürlich auch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Also ich muss sagen, wenn ihr euch so DC oder Marvel Comics ab und zu mal gönnt, meine persönliche Meinung ist, das war im Hintergrund diesmal. Ich weiß nicht warum. Hat mir wirklich das X-Men Horrornacht viel besser gefallen. Ist zwar teurer, aber die Geschichte, die hat mich mehr angesprochen. Aber wie gesagt, jeder hat einen anderen Geschmack. Den einen gefällt das vielleicht besser. Mir hat dieses besser gefallen. Und wer natürlich beide hat, schreibt es auch in die Kommentare, welches besser ist. Also weil ich kann nur meine Meinung hier abgeben. Ich werde nicht spoilern. Das ist meine Meinung. Eure Meinung akzeptiere ich natürlich jetzt. Und die anderen natürlich auch. Schreibt es mir in der Kommentare, welches euch besser gefallen hat. Ich versuche natürlich unter dem Video zu verlinken. Eins von beiden. Sicher, bequem ist es immer. Günstiger müsst ihr selber entscheiden. 5 Euro, 7 Euro ist der Grundpreis. Habe ich was Günstigeres finde. Schaut selber nach. So, und jetzt werde ich mir natürlich das Star Wars
durchlesen, ist auch das brandneuen aktuelle Dezember 2020. Habe ich mir auch gegönnt, bin ich natürlich auch ein Fan von. Da kann ich natürlich noch nichts zu sagen. Wer das aber schon hat, schreibt es mir in die Kommentare, ob es sich lohnt. Weil ich werde die nächsten paar Tage nicht dran kommen, es durchzulesen. Aber nichtsdestotrotz, wisst ihr ja, unter ein Video schauen, hierüber kommentieren, auf jeden Fall auch. Und dann das Allerwichtigste ja sowieso, bleibt gesund und dann guckt hin und schaut zu.